Mein neues Projekt, den Film Timebreakers, auf der Suche nach dem Geheimnisvollen Heidekristall, einen reinen Heidekreisfilm, der sich um eine Kinderbande dreht, die in der schönen Lüneburger Heide dem ein oder anderen geheimnisvollen Schatz auf der Spur ist und die durch die Fähigkeit eines der Mädchen da auch recht erfolgreich sind. Was wir gestern dort beim Open-Air-Konzert gemacht haben, da war zum einen eine Szene, wo wir vor den Bösewichten weglaufen mussten durch die Menschenmenge. Und halt auch die Bösen sind auch voll witzig. Ja, die sind so gerannt, als sie hinter uns her waren. Dann zum Beispiel noch eine Szene, wo wir an den Securities vorbei mussten. Da sollte ich halt auch so drunter klettern. Ja, so unter den Beinen. So. Ja, hindurchgehen. Und dann musste Mathilda noch zu denen sagen. Willst du dich etwa mit mir anlegen, du kleine Kröte, oder was? Ich kann nämlich von Fuß. Wir gehören zu Larissa, jetzt lassen wir uns durch. Und dann muss sie so komische Dinger machen, obwohl der vielleicht so groß war. Wir haben an der Aller gedreht und dann sind wir auf so einem langen Baumstamm gesessen und haben halt miteinander geredet. Am Ende sind wir halt noch so immer Fahrrad gefahren. Ja, und halt von einer Stelle zur anderen gefahren. Und dann mussten wir halt immer so rechts oder links an der Kamera so vorbeifahren. Und die Missy, die musste dann auch noch so eine Karte berühren, die musste dann so zittern. Das war so viel. Ja. Und die dann also ohne zu lachen. Das war. Ja, also ich habe ja letztes Mal auch schon mit Jugendlichen gedreht, wollte jetzt mal mit jüngeren Kindern drehen, weil das auch sehr spannend ist, weil die natürlich super viel Spaß haben und der Spaß steht hier immer in allererster Linie im Vordergrund und ich glaube, das ist es bei uns auch der Fall. Und wir können gemeinsam die ganze Crew und auch die Kinder da doch das ein oder andere Abenteuer erleben. Ich wohne hier im Heidekreis, ja, und ich habe gesagt, ich möchte gerne ein Projekt hier bei mir zu Hause machen, weil wir einfach hier einen wunderschönen Kreis haben, eine wunderschöne Landschaft haben und tolle Motive, die wir da in diesen Film gut einbauen können.